Wie sehr lohnen sich bezahlte Werbeanzeigen wirklich im B2B-Bereich? Und genau um diese Frage zu beantworten, habe ich einen absoluten Profi eingeladen, und zwar Maurice, den Gründer von InnoOne, der in den letzten Jahren erfolgreich eine LinkedIn-Ads-Agentur hier in Hamburg aufgebaut hat. Und in dem Interview diskutieren wir, wie gut LinkedIn-Ads wirklich im B2B-Bereich funktionieren, was seine Erfahrungen mit Google und Meta-Ads sind und was er als Gründer einer Agentur gelernt hat. Ein unglaublich wertvoller Interview. Wenn dich diese Themen interessieren und du vor allem auch mehr Inbound Leads durch Paid Ads bekommen willst, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende anschauen. Eine Besonderheit noch, und zwar habe ich in meinen YouTube-Videos endlich aufgeräumt. Direkt hier unter dem Video in der Beschreibung habe ich endlich mal alle Links reingepackt, die du kennen solltest. Wenn du dir das noch nicht angeschaut hast, dann bestenfalls direkt mal anschauen, in die Beschreibung reinhüpfen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge. Viel Spaß. Lass uns doch mit InnoOne vielleicht anfangen. Ne? Ein bisschen erklären allen Zuhörerinnen und Zuhörern, was ihr da treibt hinter den Kulissen, wer so eure Kunden sind, was ihr für die macht, ne? Damit wir da ein bisschen die Baseline haben für das Interview heute. Ja, sehr gern. Also im Prinzip, wir sind damals wahrscheinlich, ich fange mal ganz vorne an, so 2019, da fing das ja so an mit dem Agenturthema, und da bin ich da auch irgendwie in diesem Funnel gelandet. Und ich habe damals tatsächlich das Ganze bei Marcel Knopf gelernt. Echt? Also, ja, auch nochmal Shoutout. Das hat mir auch sehr viel geholfen, muss ich sagen, gerade in dieses Thema reinzukommen. Und ja, dann haben wir damals eigentlich alles Mögliche gemacht. Facebook, LinkedIn noch gar nicht so stark. Wir haben da auch viele Immobilienmakler gehabt, Baufinanzierer, anstrengende Zielgruppe tatsächlich auch, viel Blut und Tränen geflossen. Und dann haben wir irgendwann angefangen zu überlegen, wie wir Kunden gewinnen, und sind dann auf LinkedIn gegangen. Haben dort mit dem klassischen Social Selling angefangen, die Leute anzuschreiben. Das hat damals ja 2020, war das ja auf Easy Mode. Das waren die goldenen Zeiten, ne? Ja. Das hätte ich, ne, im Nachhinein denkst du dir, boah, da hättest du einfach 10 Werkstudenten einstellen müssen, darauf setzen, und du hättest gucken können. Aber ja. Yeah. Genau, wir haben dann 2020 zusammen InnoOne gegründet. Das war mit Albert zusammen. Das war genau 2020. Mhm. Und da haben wir dann schon angefangen zu sagen, okay, LinkedIn funktioniert für uns so gut. Wir bieten das jetzt auch anderen an. Und dann haben wir LinkedIn Social Selling angeboten, sind aber dann relativ schnell 2021 schon in dieses Thema Ads gegangen. Für uns selbst und auch für Kunden. Und da haben wir noch alle Arten von Kunden gehabt, also Berater, Trainer, Coaches, Berater, so ganz klassisch, IT-Unternehmen, Maschinenbau, alles Mögliche. Und 2022 haben wir uns dann dazu entschieden, das nur noch für IT, Tech, SaaS und Fertigung zu machen. Ja. Haben wir dann auch durchgezogen, und mittlerweile machen wir es eigentlich hauptsächlich für B2B SaaS. Also wir haben so Kunden wie zum Beispiel wie Shopware. Mhm. Cool. Ja. So, was also war alles, diese, was ich habe das Gefühl, ja, diese Transformation haben wir auch im letzten Jahr gemacht, ne? Also ich glaube, es gehört so ein bisschen auch zur Entwicklung dazu, dass man, glaube ich, irgendwann so realisiert, dass die Leute, mit denen man zusammenarbeitet, schon eine große Variable sind, ne? War das irgendwie ein schwerer Shift für euch, oder war es so klar, dass, was weiß ich, die IT- und Tech-Unternehmen und die SaaS-Unternehmen so die besten Cases für euch waren und auch in der Zusammenarbeit am meisten Spaß gemacht haben? Oder was war so der Grund, dass ihr gesagt habt, dass ihr da all in geht? Ja, also wir hatten schon tatsächlich immer so das Thema, dass, wer hat das damals zu mir gesagt? Ich weiß nicht mehr. Der meinte zu uns, ihr habt eine gute Dienstleistung, aber ihr verkauft sie an die falschen Leute. Also sowas wie, ihr seid A-Player und eure Kunden sind ab und zu vielleicht C-Player. Ja, ja, noch nicht mal da, die sind einfach noch nicht so weit. Weil das Ding ist, damit Ads wirklich gut funktionieren, da musst du entweder sehr open-minded sein und gewisse Sachen schon in place haben, oder du musst halt schon vom Unternehmen, von der Struktur viel weiter sein. Das heißt, du brauchst irgendwie jemand im Marketing, der sich auch um die ganzen Sachen kümmert, der uns zuarbeitet. Und wenn halt jetzt das Beratungsunternehmen mit 5 Mitarbeitern, wo der Geschäftsführer irgendwie noch alles selbst macht, dann auch noch das Marketing mit uns irgendwie gemeinsam steuern muss, dann ist das oft das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht gegeben. So, dann geben die vielleicht 1.500 Euro in Ads aus, müssen uns dann aber nochmal mindestens genauso viel zahlen. Und ne, dann
ist es eigentlich für die besser, wenn die zum Beispiel sich ein Coaching buchen oder das selbst lernen am Anfang und nicht direkt. Und das haben wir irgendwann auch verstanden und haben gemerkt, okay, die wollen das zwar, dass wir das für die umsetzen, aber das ist nicht ihre Lösung, das ist nur ihr Wunsch, also ihr Traum. Ja. Ach ja, irgendjemand anderes macht das für mich, aber die müssen es selbst machen. Und das Beste wäre dann in den ersten 30 Tagen direkt profitabel sein mit den Ads, ne? Ja, ich habe das Gefühl, das korreliert dann auch immer noch mit der Unternehmensgröße. Umso kleiner, umso höher sind dann auch die Erwartungen, ne? Ja, aber es wäre schon gut, wenn das jetzt in 30 Tagen dann auch profitable Leads bringt, ne? Und nicht so, yo. Genau, das ist so schwierig. Ja, und dann haben wir halt so ein paar Kunden gehabt, die mit Integra, das war dann so das eins, die sind über Empfehlungen auf uns zugekommen, Einkaufssoftware. Und da haben wir auf einmal gemerkt, okay, das funktioniert alles ganz anders. Wir haben viel höhere Deals, da funktioniert LinkedIn auch richtig gut. Man kann da richtig account-based Marketing machen. Und da haben wir uns jetzt in der Zeit eigentlich auch auf dieses Thema LinkedIn Ads, account-based Marketing fokussiert. Also wirklich auch ganz zielgerichtet. Wir haben Kunden, die haben Zielgruppe Stadtwerke. Ja spannend. Wo willst du die targetieren, außer als auf LinkedIn? Also, ne, was war eine andere Möglichkeit, gab es im Prinzip gar nicht. Und das hat richtig gut funktioniert. Ja, und da geht es dann um ganz andere Deal-Sizes, direkt 6-7-stellige Projekte. Und da haben wir dann erstmal verstanden, okay, das ist, glaube ich, bester Use Case. Und dann haben wir gesagt, okay, so 22 nur noch IT, Tech, SaaS, Fertigung auch noch. Wir haben Kunden, die haben dort die arbeiten jetzt ein Jahr mit uns auch zusammen, die Chromi aus Hamburg, und die haben auch zwei sehr große Deals abgeschlossen über LinkedIn. Cool. Wegen diesem, die haben als Zielgruppe zerspannende Unternehmen. Ja. Ne, das ist, dann schaltest du keine Facebook-Ads dafür. Wenig. Spannend. Aber das ist wirklich so, das musst du mal erzählen, was sind für dich so die Erfolgsfaktoren geworden? Weil ich habe das Gefühl, man müsste ja wirklich, ich weiß noch, das war ein geiler Lead-Magnet, glaube ich, in Amerika mal für Facebook-Ads. Da gab es so ein Quiz, das du ausfüllen konntest. Und das hat dir am Ende gesagt, ob sich Facebook-Ads für deine Branche lohnen oder nicht. Und ich habe das Gefühl, bei dir im Kopf rattert es ja auch mittlerweile so wahrscheinlich, wenn Leute dich fragen sollten, so, ey, Maurice, sollte ich Ads schalten oder nicht? Und sollte ich vor allem LinkedIn-Ads schalten? Was sind so die Parameter, die ihr heute grob abklopft, wo du sagst, da lohnt es sich und da lohnt es sich nicht? Ja, also man sollte mindestens Customer Lifetime Value von 10.000 Euro haben. Mhm. Man sollte eine nischige Zielgruppe haben, im besten Fall, weil man dann einfach die Power vom LinkedIn-Targeting auch richtig nutzen kann. LinkedIn ist rein von Klickpreisen, das weißt du selbst, teurer als andere Plattformen. Aber wenn man halt zum Beispiel eine Liste von den Top 1000 Zielkunden hochladet, dann hat man halt eine 100% Garantie, dass nur diese Unternehmen die Werbung ausgespielt bekommen. Ah, das ist natürlich das cool. Dann die Power von Account-Based Marketing. Und dadurch kannst du dann, wenn du sagst, okay, wir haben Stadtwerke als Zielgruppe, wie sollen wir die adressieren? Ja, wir laden eine Liste bei LinkedIn hoch und machen die Werbung komplett spezifisch für die. Und dann funktioniert LinkedIn, das ist so Best Case. Wenn man jetzt sagt, man hat als Zielgruppe Coaches, Trainer, Berater, dann würde ich zum Beispiel sagen, ja, LinkedIn auch, aber da ist auch Facebook super gut, also Meta. Ne? Man sieht man ja auch an vielen Playern, die, ich glaube, bei dir sehe ich auch immer mal wieder auf beiden Kanälen mal anzeigen. Ja, man muss sagen, Meta ist irgendwie so für Faule, habe ich das Gefühl. Ne? Da ist so vieles so leicht geworden, habe ich das Gefühl, wenn man halt weiß, wie Creatives funktionieren, man schmeißt es irgendwie rein und mit einem halbherzigen Targeting funktioniert es direkt. Und ich habe das Gefühl, bei LinkedIn, da muss man halt dann, ja, wie du sagst, da muss man halt wirklich noch seine Hausaufgaben machen, ne? Relativ viel testen, viele Creatives irgendwie durchprobieren, und ich habe das Gefühl, ja, Menschen sind am Ende immer relativ faul, man geht dahin, wo es leichter ist. Ja, ja genau. Und das sind so die Key Facts. Man sollte. Was sagst du, so Ad-Budget pro Monat mindestens? Also es gibt Möglichkeiten, wo man mit 2.000 Euro starten kann, so 1.500, wenn man reine Lead-Gen-Kampagnen macht. Aber wenn man richtig Thema Lead-Gen, Demand-Gen, Branding, so Awareness kombinieren will, schon mindestens 5.000. Ja, das habe ich auch immer das Gefühl, dass ich irgendwie immer Probleme hatte, das Leuten irgendwie so zu sagen, ne, so, also damit da irgendwie wirklich was passiert, brauchst halt schon irgendwie 5 Scheine pro Monat, ne, und dann ist man meistens so bei Kompromissen so, 1.500, aber man selbst weiß schon im Kopf,
Boah, damit irgendwie was durch die Tür zu bekommen, ist ja dann halt auch irgendwie schwierig. Ja. Hey, kannst du mal, was spannend wäre, kannst du mal für so ein SaaS-Unternehmen einen durchführen, wie ihr da rangeht? Na, also wie ihr wirklich, wie Kampagnen auch so aussehen, um das vielleicht so ein bisschen greifbar zu machen, weil das ist ja wirklich auch in diesem Playbook, was ihr habt, habe ich mir das mal angeguckt, euer Ads-Modell, und dachte mir so, oh Mann, wenn ich nur annähernd sophisticated wäre wie das, was du da vorgestellt hast, dann glaube ich, wäre unser Ads-Game nochmal ein anderes, aber wäre spannend sozusagen, wie ihr da rangeht und vor allem auch, wie ihr die Kampagnen irgendwie aufbaut. Kannst du das mal vorstellen? Ja, klar, gern. Also wir verfolgen, es gibt ja immer so diese einen Parteien, die sagen, Lead-Gen ist das Beste, die anderen sagen Demand-Gen, Lead-Gen ist tot, und wir sagen, wir haben uns das Beste aus beiden Welten gepackt. Ich habe jetzt noch nicht einen neuen Namen dafür erfunden, kommt vielleicht noch, aber es geht im Prinzip darum, beides miteinander zu kombinieren. Das heißt, wir wollen auch relativ schnelle Ergebnisse, und das geht nur über Lead-Gen oder Demand-Capture. Ja, also wir fangen bestehende Nachfrage ab, und das geht zum Beispiel mit so einem Playbook. Das Wichtige bei so einem Playbook ist, das muss top-notch sein. Also da muss wirklich, das dürfen nicht 5, 6 Seiten sein, sondern das muss dann wirklich 15, 20 Seiten lang sein, richtig geil Design sein, gute Grafiken drin, gute Abbildungen, und da dann am besten so Document-Ads nutzen, wo man die ersten 3, 4 Seiten schon sieht und denkt, boah, wow. Also ich kann schon einen Teil des Contents konsumieren, das heißt, ich gate nicht alles, ich gate einen Teil des Contents, also ich zeige einen Teil, mache so ein bisschen Block so an sozusagen, zeige es mal da, ich habe was bisschen Tennis angefüttert. Und dann, um alles zu bekommen, dann geben die Leute ihre Daten ein. Aber da gehen wir oft dann auch einfach nur per Mail und machen weiter mit E-Mail-Marketing. Und dieses Demand Generation, Nurturing, das machen wir dann über E-Mail sehr stark. Das heißt, wir gehen da in dieses E-Mail-Thema rein und promoten dort dann nochmal Videos, guten Content, aber nicht dieses klassische Newsletter, was viele Softwareunternehmen machen. Ja, hey, stimmt, haben wir ein Update, ein Feature, oder hey, wusstest du, wir sind auf dem Event. Es kommt halt nie so hilfreicher Content. Und wenn ich zum Beispiel, du hast eine Recruiting-Software, dann mach doch mal eine Mail darüber, was die besten was die besten 10 Fragen sind in einem Bewerbungsgespräch. Das ist doch das, was Erler interessiert. Ja. Nicht, dass ihr jetzt auf dem Event seid. Und so sollte man vorgehen. Und dann arbeiten wir sehr stark mit Videos. Und für das Demand-Chain-Thema, also um Nachfrage aufzubauen, nutzen wir Videos sehr stark im Fokus. Also das heißt, ihr fahrt bei den Kunden auch vorbei und dreht dann Videos oder wie läuft sowas ab? Die kommen zu uns ins Studio. Wir haben ein Videostudio extra dafür. Oder wir fahren zu denen, um dort, wenn die genug Platz haben, zum Drehen. Aber wir arbeiten da tatsächlich immer mit einem Setup von 8 bis 10 Videos und die geben immer 45 bis 90 Sekunden. Und da nehmen wir verschiedene Angles. Und diese Angles spielen wir der Zielgruppe aus. Und das sind so klassische Sachen wie, was sind gerade so die drei Hauptthemen, die die Zielgruppe beschäftigt? Ja. Welche Fehler machen die aktuell? Was ist der alte Weg? Wie könnte der neue Weg sein? Nur, dass wir das nicht alles in ein Video packen, sondern wir machen mehrere Snippets, um die Leute auf einer unterschiedlichen Journey abzuholen. So dass die denken, irgendwann, ich brauche die Software, weil ohne geht's nicht. Und dann schaltet ihr das auf Reach oder auf Engagement oder auf was schaltet ihr das? Nee, das schalten wir tatsächlich auf Website-Visits oder auf Video-Views. Ja. Weil Conversion funktioniert auf LinkedIn nicht so gut, weil du nicht so viele Conversions hast und irgendwie ist das der Algorithmus fürs Conversion-Tracking nicht so geil. Aber das ist gut, dass du das bestätigst, ey, weil ich denke auch immer so richtig. Ja, deshalb sind diese Leadformen. Ja, wirklich, bei Facebook kannst du ja eine Millisekunde später rübergucken in dein E-Mail-System und siehst, jemand hat sich neu eingetragen und denkst so, krass, wie habt ihr das so schnell mitbekommen? Ja. Und deshalb waren so die Lead-Ads und ich glaube auch diese Document-Ads sind ja da recht dankbar, weil ja innerhalb von LinkedIn du dann mitbekommst, dass da eine Conversion war. Also da kriegen sie, glaube ich, sauberes Tracking hin. Okay, das ist natürlich spannend. Also das bedeutet, keine Ahnung, jemand aus dem Team vom Kunden sozusagen kommt bei euch vorbei im Studio, ihr sozusagen überlegt euch die Winkel, wie man die Leute auf die Software sozusagen heiß machen kann und dann habt ihr irgendwie, wie verteilt ihr das Budget, wie viel geht dann in die Videos rein und wie viel in, was weiß ich, sowas wie so ein Lead Magnet? Meistens so 70-30, also wenn wir es ganz aufteilen, dann sagen wir, okay, so 20-30% der Lead Magnet, 50% für die Videos und dann nochmal 20-30% im Retargeting.
Na, 20 da, Retargeting, so ist es in der Regel. Und durch die Videos kriegt man dann sozusagen den Preis gedroppt auch bei den Lead Magnets, weil die Leute die Videos sehen und dann sagen, ey, das hört sich irgendwie ganz gut an, ich lade mir mal das Ding runter, komm sozusagen in deine Welt, du kriegst relativ günstig die Opt-ins und dann sozusagen nurturst du sie durch E-Mails. Korrekt. Genauso das gut zusammengefasst, weil das Ding ist, die meisten hauen halt einfach Whitepaper raus und wundern sich dann, dass die Lead-Qualität so schlecht ist oder überhaupt keine Leads kommen oder wenig. Und durch die Unterstützung der Videos sehen die Leute ja, okay, die kennen sich aus, die verstehen mein Problem, die wissen, worüber die reden. Also wir wollen mit den Videos eigentlich nur so einen Expertenstatus aufbauen, dass gewisse Brandgesichter im Unternehmen als Experten für gewisse Themen wahrgenommen werden. Und wenn wir die dann auch später in den Document-Ads vielleicht irgendwo einbauen, dann hat das einen Wiedererkennungswert und dann nimmt man das Unternehmen anders wahr, man nimmt die Person anders wahr. Wenn man es dann noch mit Sort-Leadership-Ads kombiniert, dann hat man das perfekte Setup. Also dann auch noch organisch. Dazu musst du mal was erzählen. Ja, also ihr boostet dann sozusagen Beiträge von der Firmenseite oder was macht ihr da? Tatsächlich von der Geschäftsführung oder von Management boosten wir Beiträge, die über das private Profil gepostet werden. Ach, crazy. Und das wird sozusagen dann an die, und das aber dann bestenfalls sozusagen an eine sehr saubere Liste, die ihr hochgeladen habt. Genau, weil wir über den Content, also beispielsweise ich poste jetzt was und das hat viel Engagement über meinen organischen Content bekommen. Dann gehen wir hin und nehmen das sozusagen als Trust-Element mit in die Ads-Strategie auf. Zum Beispiel ein Bild mit einem Kunden. Ich sage, hey, der Kunde war heute da. Wir hatten einen Workshop zu dem und dem Thema. Die und die Strategie sind wir durchgegangen. Weil das Problem, was ja viele bei LinkedIn-Content haben, ist, sobald sie spezifischen Fachexperten-Content posten, kriegt er keine Reichweite. Ja, ja. Und genau den Der Spanien-Selfie wird immer funktionieren, ne? Ja. Wenn ich ein Bild aus dem Gym poste, habe ich dreimal so viel Reichweite, wie wenn ich ein Video mache über Account-Based Marketing. Ja, ich hab dich auch nur im Gym gesehen, habe ich das Gefühl, auf LinkedIn. Ja. Aber das ist natürlich spannend, dass du sozusagen das Problem damit löst, der Reichweite von diesen fachlichen Posts, die ja natürlich dann auch viel spannender sind. Und dass du das dann natürlich über das private Profil sozusagen boosten. Das ist natürlich spannend. Also das bedeutet, dein Modell auch marketingtechnisch ist sozusagen im Frontend die Leute erstmal in Content zu bekommen, also durch die Ads und in Video-Views zu bekommen. Und dann ist eigentlich steht in der zweiten Reihe so mehr der Lead-Magnet, dass die Leute da reinpurzeln und das dann meistens auch günstiger. Genau. Und ins Retargeting dann auf direkte Demos auch tatsächlich. Dann. Ja, also da sozusagen... Wir retargeten halt die ganzen Video-Views und dann zeigen wir eher schon das Produkt. Das heißt, wir zeigen nie das Produkt am Anfang, sondern am Anfang geht es immer um die Problemstellung, was haben die für Probleme, was gibt es für potenzielle Lösungen. Und wenn sich jemand so ein Video zu 50% anschaut, dann wissen wir, der beschäftigt sich mit dem Thema und dann kriegt er in einem anderen Ad-Set im Prinzip das Produkt gezeigt. Hey, guck, hey, ein Loom-Video kann das sein in der Regel, ja? Ein Loom-Video, hey, ich zeige dir jetzt mal in 2 Minuten, wie man mit Software XY folgendes Problem lösen kann. Und ja, crazy, so, das sind dann aber eine Handvoll von Assets eigentlich nur, die man braucht, ja, oder? Ja, es ist aufwendig, sowas einmal zu produzieren. Wir machen das immer an einem Tag alles, um das zu vereinfachen, auch für die Kunden, aber man muss da schon ein bisschen Zeit und Geld natürlich in die Hand nehmen, auf jeden Fall. Aber auch sowas wie den Report sozusagen macht ihr dann mit den Kunden oder brauchen die das nicht? Aber das brauchen die, ne? Ja. Das brauchen die in der Regel schon, ja. Manche haben einen guten, aber ich würde sagen, 80%, der ist nix. Der ist entweder vom Designer nicht passend oder ist halt vom Inhalt so eine Produktbroschüre. Das kann man in der Regel nicht nutzen. Und, hey, sehr spannend. Aber ihr werdet ja sowas getestet haben. Ja, jetzt fühle ich mich ja hier absolut laienhaft, weil ich in der Vergangenheit gefühlt immer nur Single-Image-Ads gemacht habe, entweder als Lead-Ad und die Leute direkt ins Webinar geholt habe oder halt auf eine Landing-Page geholt habe. Aber du würdest wirklich sagen, ich kriege meinen Preis gedroppt, wenn ich wirklich die Videos sozusagen damit die Awareness schaffe und das Vertrauen schaffe und die Conversion, sei es auch eine Webinar-Anmeldung, in die zweite Reihe ziehe, dass ich dann bessere Preise hinbekomme? Ja, in der Regel schon. Man muss es natürlich immer beides testen. Wir haben auch Kunden, da schalten wir direkt auf eine Landingpage, das funktioniert gut.
Aber da muss vieles stimmen, sagen wir es mal so. Und viele Leute, die LinkedIn pusht Sachen, die in Feed konsumiert werden. Klar, weil LinkedIn will, dass die Leute länger auf der Plattform bleiben, damit sie noch mehr Werbung sehen. Heißt, wenn die Videos lange anschauen, dann pusht das deinen Quality Score und dadurch wird deine anderen Anzeigen auch besser ausgespielt. Und somit konnten wir unsere Preise droppen. Und gerade auch dann in Kombination mit den Thought Leadership Ads hat das bei uns und bei anderen Kunden dazu geführt, dass wenn du die Kampagne isoliert betrachtest, dann denkst du, die bringt gar nichts. Stimmt, das ist ja auch noch, dass du die Synergieeffekte siehst, ne? Ja. Genau, das ist bei LinkedIn so ein bisschen, auch wenn man LinkedIn nutzt, zum Beispiel mit Meta, dann, das ist bei uns, wir schalten auch Retargeting auf Meta und Meta zieht sich immer alle Leads schön in ihr Attributen rein. Wenn ich da reingucke, denke ich, wow, 60 Euro, 70 Euro für ein Demo, das kann, ne? Und bei LinkedIn gucke ich so rein, 800 Null. Euro. Ja. Das ist, deswegen muss man das ganz genau tracken und ich würde immer empfehlen, so eine Selbstattribution einzuführen. Wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Freitextfeld, die Leute schreiben das wirklich rein und da erkennt man dann oft, welche Kanäle wirklich der Auslöser waren, warum sich jemand gemeldet hat und gekauft hat. Ja, okay, das ist spannend. Ja, weil das habe ich auch das Gefühl, ja, dass Facebook sich immer die Conversion schnappt und LinkedIn guckt irgendwie in die Röhre und du könntest aber gar nicht sagen, wo die Leute irgendwie herkommen. Hey, was noch spannend wäre sozusagen, diese Winkel für die Videos, was ist da sozusagen, ist es, dass ihr guckt, dass ihr möglichst Leute abholt, die sehr unaware sind? Weil das muss ja eigentlich sein, oder? Oder sind die Leute, oder versucht ihr die 5% zu capturen, die sowieso schon im Markt jetzt gerade sind? Nee, wir gehen tatsächlich auf die Leute, die unaware sind. Also wir haben im Prinzip drei Layer in den Videostufen. Das erste ist, wir machen ein Video, was für Herausforderungen hat denn die Branche eigentlich und warum ist das so? Dann warum ist das, was wir dies gerade machen, nicht richtig? Also sozusagen jeder, wenn man das ja bei Software brichst du es immer runter auf Anwender und Decision Maker. Das Problem ist, dass viele so Werbung machen, wie auf den Decision Maker, wie als würde der das Daily Problem haben. Aber der kennt das Problem gar nicht. Und deswegen funktioniert es dann nicht. Das heißt, du musst es aufteilen in Decision Maker und Anwender. Und die Anwender musst du davon überzeugen, dass so wie sie es aktuell machen, ihren Job, dass es einen besseren Weg gibt, den schneller zu machen, effektiver zu machen, weniger Stress, solche Sachen. Und das machen wir über die Videos. Damit die überhaupt aware werden und denken, ach, so wie ich das aktuell mache, ist es gar nicht die beste Lösung, sondern es gibt noch eine bessere Lösung. Also du versuchst den Anwender sozusagen als erstes für dich zu gewinnen und der geht am bestenfalls zu seinem Chef hoch und sagt, ey, ich habe da was gesehen, können wir das nicht mal irgendwie testen oder so. Die Decision Maker packst du mit in eine Kampagne, aber da geht es hier primär darum, dass wenn die Anwender später zum Decision Maker gehen, damit die dich schon kennen. Ja, spannend. Und alle wollen immer die Geschäftsführung überzeugen oder den CFO und da geht jeder drauf. Und dann zahlst du dich kaputt an Klickpreise, die tragen sich in der Regel auch nicht direkt ein, weil die das Problem nicht verstehen. Ja. Aber die anderen verstehen es. Und wenn die dann in so einem Board-Meeting sitzen und sagen, okay, was für eine ERP-Software führen wir ein, das ist ja nichts, was du mal von heute auf morgen entscheidest, dann gibt es halt viele, die dann zum Beispiel sagen, ja, wir brauchen ein neues Shop-System, unser altes reicht nicht mehr, wir würden gerne Shopware einsetzen und dann sagt die Person, ah ja, da habe ich auch mal was gesehen, stimmt, die machen da immer so gute Videos und so werden dann Entscheidungen im Prinzip getroffen. Spannend, ja. Das ist wirklich spannend, auch dass dieser Videopart so wichtig ist, weil ich glaube, das ist ja auch gar nicht einfach, einen Kunden dazu zu bewegen, erstmal Videos aufzunehmen, oder? Ja. Ich habe heute mit einem Gründer gesprochen, witzigerweise. Vor 2 Jahren sehr, sehr schwierig. Da hatten wir auch noch hauptsächlich Kunden, die nur Lead-Gen gemacht haben. Mittlerweile haben wir, ich würde sagen, sogar mehr, die das mit den Videos auch machen. Weil wir aber halt auch mehr Case-Studies haben, wo wir zeigen können, ja, es kostet mehr Geld, aber es hat auch einen anderen Einfluss auf deine Pipeline. Ja. Ja, spannend, weil ich habe das Gefühl, selbst so gestandene Leute, sobald die Kamera angeht, da wird das gefährlich. Also ich glaube, da müsst ihr bestimmt täglich Händchen halten, damit die Leute dann sowas irgendwie durchziehen. Aber wenn es sich dann am Ende lohnt, glaube ich, sind die Leute auch bereit dafür. Na, ja. Das Gute ist, umso größer die Unternehmen sind, umso eher findest du jemanden, der gut vor der Kamera ist. Ah, das ist gut, stimmt. Du hast ja ein bisschen mehr Auswahl wahrscheinlich, ne? Genau. Irgendjemand hier, komm schon.
200 Mitarbeiter, 20 oder 10 arbeiten im Marketing, 5 noch im Sales. Und dann erklärt sich eigentlich immer jemand bereit, da was zu machen. Und wenn es gar nicht geht, dann arbeiten wir halt mit den Creatives, also Creative und Landingpage, dieses Klassische. Aber dann versuchen wir, dieses Video zumindest auf der Landingpage zu platzieren, irgendein Video. Also dass da die Leute wenigstens ein bisschen Gefühl bekommen, ne? Ja. Genau, klassischer VSL-Funnel funktioniert auch auf LinkedIn. Aber da würde ich es tatsächlich nicht mit E-Mail-Adresse machen, sondern da würde ich tatsächlich einfach eine Ad, ein Creative sagen, irgendwie so kriegst du Einstellungen für unter 100 Euro, Fallstudie und dann klicken die drauf und kommen direkt auch auf das Video. Ja, dass man das gar nicht gated macht, sondern die Leute nicht direkt wie bei durchlässt. Facebook, genau, bei Meta. Gated man es eher, machen wir auch bei Facebook, aber bei LinkedIn machen wir es nicht. Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Also wirklich eine Strategie. Ja, da werde ich auf jeden Fall mal drüber grübeln und wahrscheinlich irgendwann mal in Q4 einen Test schicken. Ich werde berichten, wie die funktioniert. Aber es ist ein spannender Winkel, weil ich habe das Gefühl, bei Facebook vor ein paar Jahren hat man das schon gehört. Habe ich das ein, zwei Mal gehört, wo Leute wirklich so Videos gepusht haben und dann immer erzählt haben, wie gut es dann im Retargeting funktioniert oder auch sonst. Ich habe das irgendwie damals, ich habe dem auch nicht viel Chancen gegeben, muss man sagen, zum Laufen bekommen. Aber wenn du das jetzt auch bestätigst, dass es im B2B-Bereich auch funktioniert, ist das eine coole Strategie, die ihr da gefunden habt. Na. Und sag mal, Maurice, so Agentur aufbauen. Ich habe das Gefühl, es soll ja so den ein oder anderen YouTuber mittlerweile geben, der einen wahnsinnigen Agentur-Hype in der Welt ausgelöst hat. Na? Und ich glaube, du warst mit Marcel Knopp wahrscheinlich noch einer der Ersten. Da war das alles noch ein bisschen ruhiger. Na? Was hast du da in den letzten Jahren sozusagen gelernt? Weil wenn man das so von außen sieht, sieht das ja alles recht cool aus. Ich glaube, ihr habt coole Kunden, na, coole Case Studies, ein recht dankbares Thema, glaube ich auch. Aber das ist, glaube ich, schon ein Markt, der recht heftig ist, oder nicht? Wie erlebst du das? Ja, also ich war die ersten 2 Jahre halt auch, waren wir komplett in dieser Bubble auch drin, muss ich sagen. Ja. Und dann haben wir uns aber auch geschuldet unseren Kunden immer mehr von dieser klassischen Agentur-Bubble entfernt. LinkedIn ist ein Schutzschild, ist meine Hypothese. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass LinkedIn ein Schutzschild ist. Ja. LinkedIn hilft auf jeden Fall. Also klar, ne, du hast immer irgendwie Ups und Downs, wo mal mehr, bei Agentur ist halt immer so dieses klassische, es gibt Monate, wo du denkst, wie sollen wir das alles abarbeiten? Wir müssen Anfragen schieben und dann gibt es Monate, wo es dann auf einmal du denkst, okay, wir brauchen noch ein paar Anfragen, also wo du so eine Schwankung hast. Und es geht halt immer darum, diese Schwankung irgendwie auszugleichen und zu sagen, okay, wie schaffen wir es eigentlich mal konstant, immer ein gewisses Level zu erreichen, sozusagen, dass man besser planen kann. Und wir haben, ich würde sagen, bei Agenturaufbau ist allerwichtigstes die Auswahl der Kunden. Spannend. Also wenn ich jetzt merke, die Kunden, mit denen wir jetzt arbeiten, davon reichen uns 2 im Monat. Krass. Früher haben wir 7 gebraucht. Also es war ein anderer Auftragswert, anders wie es umgeht, weil auch die Churn viel höher war. Also ganz ehrlich, wir hatten früher viel höhere Churns. Die hatten dann 3 Monate mit uns gearbeitet oder 6. Dann konnten die Leads nicht verwandeln, weil das System einfach nicht gepasst hat. Und das heißt, die hatten kein Lead-Problem, sondern die hatten ein Sales-Problem. Und wir hatten viele Kunden, die ein Sales-Problem hatten und haben denen aber Leads verkauft, sozusagen. Ja. Und das hat nicht funktioniert. Und als wir das verstanden haben, dann war es für uns ein Game-Changer. Ich würde sagen, das war so 2023, haben wir das gecheckt. Ja. Und seit jetzt auch diesem Jahr ist das, wirkt sich das ganz positiv aus, sodass wir trotzdem jetzt nicht mehr dieses 50% verdoppelt oder so. Aber wir werden trotzdem auch dieses Jahr nochmal ein Wachstum hinbekommen, obwohl ich gerade mitbekomme, dass viele Agenturen eher downsizen oder Schwierigkeiten haben. Aber da muss ich sagen, sind wir gerade in der Lage, dass das bei uns eher nicht so der Fall ist. Also klar, es ist nicht mehr so ganz so einfach wie früher, aber es ist die Aber das ist spannend, dass du das sagst, weil genau das sagt einem ja kaum jemand, ne? Aber was du gesagt hast, dann hast du irgendwie so ein Drehtür-Unternehmensding, ne? Die Leute kommen rein und sie gehen aber auch so schnell wie wieder raus. Und ich glaube, was immer passieren kann, und das habe ich auch entlang des Weges gemerkt, dass man an seinen eigenen Fähigkeiten dann irgendwann zweifelt, ne? Also ich werde es nie vergessen, es gab irgendwann eine Woche,
irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre zurück oder so. Und da haben wir in einer Woche eine 1-Sterne-Bewertung bekommen für die Zusammenarbeit von wirklich irgendwie einem Business-Coach, der noch nie was verkauft hatte, ne, und gesagt hat, wie schlecht wir in der Zusammenarbeit sind. Und in der gleichen Woche hat Daniel Bittmann mit als Agenturgründer mit 30 Leuten gesagt, er hat noch nie so eine professionelle Zusammenarbeit erlebt wie mit uns. Ne? Und ich war so, was? Ja. Wie funktioniert das? Und da ist mir klar geworden, okay, Kunden sind halt die größte Variable, ne? Also das muss man sich klar machen und das hast du nochmal cool bestätigt, dass es entscheidend ist, mit wem man da tagtäglich zusammenarbeitet und ob die Leute ein Sales-Problem haben oder nicht, ne? Oder wissen, wie man mit Leads umgeht oder halt nicht, ne? Spannend. Ja. Gibt es also, nicht auch als Agenturbesitzer immer so die so Gedanken, so Ausflüge auch in Richtung Beratung zu gehen? Weil man muss ja wirklich sagen, Agentur ist ein toughes Geschäft, ne? Also wirklich alles sauber umzusetzen, die Leute zu haben, die Prozesse zu haben. Liebäugelt man nicht da immer auch ein bisschen damit, hey, was wäre, wenn wir einfach nur Beratung machen würden? Doch schon. Also wir haben auch tatsächlich letztes Jahr ein Programm eingeführt. Das kommunizieren wir nur nicht so nach außen. Wenn wir aber merken in der Anfrage, dass das passt, dann machen wir das. Und das ist, also ich habe mir schon mal die Frage gestellt, was wäre, wenn wir das nur noch so machen würden? Ja. Und wo bist du bei rausgekommen? Also ich glaube, wir hätten unterm Strich mehr. An also was Profit. Auch an Profit und alles hängen bleibt, definitiv. Ja. Bin ich mir recht. Aber die Stabilität wahrscheinlich nicht, ne? Also genau, das ist der große Vorteil von der Agentur, ja, dass die Leute lange bleiben, ne? Genau, wir haben halt Kunden, die sind schon seit 3 Jahren Kunde. Geil, ja. Und das ist halt so, ne, die hast, also es ist ein Kunde, die, das ist ein kleinerer Kunde, aber die sind schon seit 3,5 Jahren Kunde und da laufen die Anzeigen auch durchgehend, aber das läuft wie Software da tatsächlich bei dem jetzt, ja. Das ist einfach Recurring Revenue, da muss nicht viel gemacht werden, das System steht, da müssen Sachen angepasst werden. Der hat aber gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen, sagt, hey, wenn irgendwas nicht läuft, dann seid ihr da und macht's. Und bei mir läuft das passt, läuft. Und das kann man halt. Ja, und das hättest du bei Beratung am Ende nicht, ne? Weil da wirst du eine große Promotion irgendwie Firma, die halt schon viel dafür sorgen muss, dass jeden Monat neue Kunden reinkommen. Und ich glaube, das ist halt auch am Ende anstrengend, ne? Ja, man muss ein Übel wählen. In einer Beratung nicht so gut verkaufen. Also auf uns, auch das erste Mal, als ich dieses Thema hatte mit richtigen Kunden, war auch letztes Jahr ist eine sehr große, namhafte Agentur auf uns zugekommen und wollte uns tatsächlich mit einkaufen in die Gruppe rein. Und da haben die mir dann mal gesagt, also auch ganz außerhalb der Bubble, ne, kennt man so, also kennt man bestimmt vom Namen, aber so in der Bubble null. Und die haben dann zu mir gesagt, die wachsen über Bestandskunden. Spannend. Die haben eine 105% irgendwas, Retention, wachsen über Bestandskunden. Dann dachte ich mir so, Alter, was? Die wachsen nur mit Bestandskunden. Die brauchen eigentlich gar keine Neukunden, um zu wachsen. Und da habe ich das mal hinterfragt. Und dann haben die, allein dieser Gedankengang hat so viel ausgelöst, wo wir uns da mal damit beschäftigt haben, okay, was müssen wir eigentlich machen, damit unsere Kunden so zufrieden sind, dass wir nur mit Bestandskunden wachsen. Und das ist unser Ziel 2024, war, wir wollen es eigentlich schaffen, dass wir wachsen nur mit Bestandskunden. Und das meinte ich glaube, 2024 werden wir es noch nicht schaffen, nur, aber wir haben den Samen gesät, sozusagen, dass wir es über die nächsten Jahre schaffen, nur mit Bestandskunden zu wachsen. Weil du kriegst immer so reingeprügelt von überall, Neukunden und hier und da, aber du, es ist in den Bestandskunden. Die besten Kunden sind Bestandskunden, ne? Ja. Aber das ist, glaube ich, auch die hohe Kunst. Ja. Wir haben unseren Vertrieb auch gedownsized und es hatte keinen Effekt. Wir haben 3 krass, Leute aus dem Vertrieb raus. Wir hatten nur weniger Kunden, aber wir hatten mehr von den richtigen. Weil das Problem ist, wenn du einen Rad hast, also so war es bei uns, wir hatten ein großes Rad gedreht auf dem Vertrieb und dann musst du gewisse Kunden reinclosen, damit sich das ganze Ding auch bezahlt, der Apparat. Ja. Jetzt ist es aber so, wir haben eine Person im Vertrieb, die wirklich ganz gezielt schaut, gut beratet, der ist auch eher ein Berater, aber der schaut halt ganz genau, was passt und welche Strategien. Und dadurch ist unsere Bindung viel höher, also die Retention ist viel, viel besser gestiegen, weil wir nur noch mit ausgewählten Kunden zusammenarbeiten, die wirklich gut zu uns passen und wo wir auch wirklich helfen können, wo wir langfristig sehen, weil für uns ist dieser Initialaufwand auch
der meiste Pain. Ja, so, wenn stimmt, wenn es dann erstmal läuft, ne? Ja, ja. Dann bringt uns das auch nichts. So, hey, das ist so spannend, ja. Macht aber keinen Gewinn. Ja, das ist echt spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, das kannst du eins zu eins bei uns auch anlegen, dass wir genau diese Reise gemacht haben und ich auch erstmal Sales reduziert habe und auch das Gefühl habe, es hat keinen Unterschied groß gemacht, dass jetzt irgendwie wie eher handverlesen die richtigen Leute reinlassen und wie du sagst, na, lieber darauf zielen, dass wir mit denen 6 bis 12 Monate und darüber hinaus arbeiten und nicht so, kommen sie alle rein, ne? Sondern wirklich, wem kann man wirklich helfen und wer arbeitet lange mit einem? Ja, ist witzig. Es war, glaube ich, wirklich, aber habe ich auch das Gefühl, so im Markt insgesamt ist es so die Dimension, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wenn du durch Instagram oder so scrollst, ich habe das Gefühl, die Ads werden immer absurder, die Garantien werden immer verrückter. Ne? Also gefühlt fehlt nur noch, dass man irgendwie nächste Woche die Million versprochen bekommt, ne? Wenn man das Geld überweist. Und ich glaube, die offene Flanke, die ich auch immer gesehen habe, ist halt beim Produkt und beim Service. Ne? Also ich glaube, Versprechen haben die Leute die wildesten schon alle gehört. Aber wirklich einen Anbieter zu haben und auch eine Agentur haben oder ein Beratungsunternehmen haben, die wirklich halt die gute Arbeit machen, ne? Wo die Leute gerne länger arbeiten mit einem, ja, da wird es recht dünn, habe ich das Gefühl. Ne? Also da wird es sehr, sehr still. Ja, auch cool, dass ihr da den Shift gemacht habt. Ne? Ja, lieber mehr, also ich würde, wenn ich 2 Jahre zurückgehen würde, würde ich zu mir sagen, investiere lieber mehr Geld ins Product, in den Service und in geile Leute, die richtig geil abliefern, anstatt so übertrieben in Vertrieb. Also eher den Ad-Spend sozusagen ein bisschen runterzudrehen und lieber ein bisschen in den zusätzlichen, keine Ahnung, Berater oder Beraterin stecken oder Projektmanager stecken. Weil das ist ein guter Gedanke. Ja. Ja, das hört man selten. So bis gar nicht, ne? Ja. Ja. Und cool, dass du das hier teilst, ja. Also das ist zumindest bei uns so, wo ich jetzt merke, dass es einfach allgemein, das hat ja auch eine Auswirkung aufs Team. Was sind das für Kunden? Ja. Wie geht man voran? Und bei uns ist es so, wir haben auch unser Provisionsmodell geswitcht. Das ist vielleicht auch ganz interessant, vielleicht für andere. Alle provisionieren ja immer den Vertrieb. Ja. Bei uns wird das Projektmanagement provisioniert. Das heißt, wenn wir machen 3 oder 6 Monatslaufzeiten in der Regel und danach, wenn der Kunde bleibt, dann kriegen unsere Projektmanager, Projektmanagerinnen Provision. Cool. Geiler Gedanke. Das heißt, die sind bei uns eigentlich die Topverdiener. Nicht unbedingt der Vertrieb. Spannend. Da heißt es doch eigentlich, dass die nicht so monetär incentiviert sind, aber die wehren sich wahrscheinlich auch nicht gegen zusätzliches Geld, oder? Es gibt Leute, die sagen, Beispiel, wir haben eine Bewerbung bekommen von jemand, der arbeitet in einer großen Agentur und der sagt, hey, ich mache das alles super gerne, aber so viel Schweiß, wie ich da reinstecke, egal wie viel ich mache, ich werde genauso bezahlt wie alle anderen. Also haben die schon das Interesse daran. Ja. Genau. Und also es geht immer um Wertschätzung und Geld ist auch in irgendeiner Form Wertschätzung, ne? Auf jeden Fall. Und ob du jetzt irgendwie nur 45.000 Euro im Jahr verdienst oder 70, das hat halt noch einen Impact auf deine Lebensqualität, ne? Später von 70 irgendwie auf dann noch höher, dann ist es vielleicht nicht mehr so wichtig irgendwann, da gibt es ja irgendwie so eine Studie. Aber wie gesagt, ob du jetzt 45, 50 machst oder 70, 80, das ist schon nochmal, das merkst du. Das merkt man wirklich im Alter. Cooler Gedanke, weil ich habe das Gefühl, da ist wirklich, das sind ja auch die Leute, die dir das Geld dann eigentlich bringen, ne? Und nicht nur vorne in der Akquise. Und wenn die da eine gute Beziehung zu den Kunden aufbauen und Gas geben, warum sollen sie nicht auch da am Erfolg partizipieren, ne? Ja, das ist ein cooler Gedanke und ein cooles Umschiften von dem ja wirklich nur Neukunden und ja Bestand, keine Ahnung, Hauptsache die melden sich nicht. Ne? Ja. Ist glaube ich so das Gegenmodell. Was macht ihr denn eigentlich für InnoOne selbst zur Akquise? Wenn ihr sozusagen eine Salesperson habt, macht ihr irgendwas, schaltet ihr selber irgendwie Ads für euch oder ist es auf dem Level, wenn du sagst, wir brauchen 2 richtig gute Kunden, ist es überhaupt notwendig oder reicht da, wenn jemand irgendwie Outreach macht und ganz gezielt an die richtigen Leute rantritt? Wir schalten selbst Ads für uns, also über LinkedIn. Wir geben da im Monat so ungefähr zwischen 10 und 13.000 Euro aus auf LinkedIn jetzt. Halleluja. Selbst. Ja. Ja, also schon ein bisschen was. Genau, und darüber kommen immer so um die 3, 4 Kunden. Ja. Also wir können dann runterbrechen, so und so viel kostet uns ungefähr ein Kunde. Wie gesagt, wir haben auch verschiedene Pakete. Es sind auch mal 5, meistens nur 3. Es kommt halt immer drauf an, wie umfangreich. Aber meine Traumwelt sozusagen oder mein Best Case ist eigentlich
2 und dafür dann unser größtes Paket. Ja, stimmt, wenn man sich was wünschen dürfte, dann wäre das wahrscheinlich so das Einfachste, das, ne? Ja. Genau. Genau, da machen wir was und wir machen auch tatsächlich ein bisschen Outreach zu den richtigen Unternehmen, ja. Ja. Weil viele sagen immer, ja, man soll warten, bis die sich bei, dem manchen ist ja so dieses Warte, bis die sich melden. Ja. Und davon bin ich nicht überzeugt, sondern manchmal muss man auch so einen kleinen Stupser in die richtige Richtung machen. Voll, voll. Und dann aber manchmal wundert man sich, ne, wie viele Leute einen schon kennen, ne, und eigentlich nur darauf warten, so angetickert zu werden und dann so, ja, klar, lass uns telefonieren und man so, ey, Mist. Oder gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Das ist manchmal wie, wenn du so auf ein Event gehst und dann siehst du eine Person, die du kennst und die Person sieht dich auch, aber ihr sprecht euch nicht an. Ja, aber ja genau. Und beide würden es gerne, ne? Ja. Genau, aber sobald es dann der andere macht, findet es der andere auch cool. Ja, man kommt ja, das habe ich mal gehört, ey. Ich glaube, in der Bahn oder so haben sie mal eine Untersuchung gemacht, irgendwie 80% der Leute werden gerne angesprochen und freuen sich sozusagen, einen Dialog zu führen, aber irgendwie nur 10% sprechen andere Leute an, ne? Und das ist irgendwie so ein verrücktes Gap, weil jeder würde sich freuen, da irgendwie sich mit jemandem zu unterhalten, aber keiner macht den ersten Schritt, ne? Und ich glaube, so ist das dann halt auch so, ne? Genau, und das deswegen, also wir haben positive Erfahrungen gemacht mit so ein bisschen personalized outreach, um da einfach nochmal so, hey, aber auch nicht jetzt so, hey, lass direkt einen Termin machen, sondern eher so, wir haben hier auch mal ein Playbook, du kannst das erstmal anschauen, so in die Richtung halt auch. Okay, das ist sehr spannend. Und sag mal, ihr macht ja mit den Fähigkeiten, die ihr habt, seid ihr ja eigentlich prädestiniert, auch anderen Unternehmen zu helfen und auch vielleicht dran zu beteiligen. Ne, aus dem Augenwinkel gesehen, dass ihr ja auch an einem Softwareunternehmen wahrscheinlich da unterstützt. Ne? Was macht ihr mit der Software und was hat da gut geklappt? Wäre auch nochmal spannend zu hören. Ja, genau, ich bin noch bei einer Softwaregesellschafter bei Mitobo, da bin ich beteiligt. Mhm. Seit letztem Jahr, oder genau, ist jetzt genau ein bisschen länger als ein Jahr her. Und da funktioniert tatsächlich Meta besser als LinkedIn. Ja, spannend. Und das ist es ein Kalendertool, ein Funnel-Tool oder wie würdest du es bezeichnen? Es ist ein Recruiting-Tool. Also es ist ein Tool sozusagen, um Bewerber zu generieren über Social Media. Ja. Und aber auch über, also aktiv und passiv Suchende zu kombinieren. Es gibt ja entweder diese klassischen Multiposting-Tools oder es gibt diese klassischen Funnel-Builder. Mhm. Und wir haben das vereint. Also bei uns kann man Funnels bauen und Social Media machen. Man kann aber die Stellen und die Funnels automatisch auch auf Indeed und Google Jobs posten. Ach, spannend. Das bedeutet, wenn sich jemand bei Indeed bewirbt, dann ploppt nicht dieses Formular mit Anschreiben auf, sondern die kommen dann in unseren Funnel. Ach, cool. Ja. Kannst du verlinken sozusagen. Und genau, das, da machen wir viel über Meta und das funktioniert dort auch recht gut. Also das funktioniert besser als LinkedIn bei uns, Meta. Ja, und LinkedIn wollte da nicht liefern, oder was? Nee. Aber da haben wir auch einen DSL-Funnel gefunden, der gut funktioniert. Und da wir als Zielgruppe auch viele Agenturen haben, Recruiting-Agenturen und HRler, und die erreichen wir über Meta gut. Hätten wir jetzt so eine super Target-Audience, so größere Unternehmen, dann müssen wir wahrscheinlich auf LinkedIn gehen. Aber da wir aktuell, da haben wir auch gar keinen Sales, also nicht mal einen Sales-Mitarbeiter, das ist alles Product-led. Ach cool. Also die Leute gehen in Free-Trial und entscheiden dann zu bezahlen. Ja. Und wenn wir das jetzt switchen, also auch eher auf Enterprise-Sales gehen, dann werden wir mit LinkedIn wieder mehr machen. Aber aktuell, um die kleineren Unternehmen zu gewinnen, ist Instagram für uns, also Meta funktioniert da sehr gut. Man muss es immer mal testen. Also auch, wir haben auch einen Case mit einem Softwareunternehmen, die haben Online-Shops als Zielgruppe und da funktioniert auch Meta besser. Spannend, wo man ja so denkt, das LinkedIn prädestinierter wäre, aber die wahrscheinlich die Online-Shop-Besitzer, die sitzen alle da, ne? Ja. Genau, also aber ne, die Online-Shops ist eigentlich logisch, weil die Online-Shops machen Werbung selbst für sich auf Meta. Ja. Deswegen hängen die auch da rum. Stimmt. Dann also gucken wir mal, was da so abgeht. Ich habe drei Monaten dachte so, ja, ist eigentlich, aber ich bin vorher auch nie drauf gekommen, habe gesagt, LinkedIn muss funktionieren, das kann nicht sein. Da haben wir es irgendwann mal getestet und mittlerweile haben wir hier im Unternehmen auch zwei Leute eingestellt, die sehr gut Meta-Ads machen und deswegen kombinieren wir das. Also wir sind mittlerweile für Softwareunternehmen auch so ein Inkubator, wo wir sagen, so ein Lead-Inkubator. Wir schauen uns einfach an, über welche Kanäle ist es am effektivsten? Ist es LinkedIn, Google, Meta? Ist es alles drei zusammen, Multichannel-mäßig, also omnipräsent? Und dann schauen wir, was da am besten funktioniert. Aktuell ist es aber noch so, dass in 80% der Fälle LinkedIn gewinnt. Ja,
Ja, stimmt, wäre auch, ja, wär auch ärgerlich, wenn es dann nicht so wäre, ne? Ja, dann ja. Muss man zu Meta wieder zurück und dann freut sich wieder Mark Zuckerberg, dass er das ganze Geld bekommt. Ja, das ist gut, dass sich da LinkedIn wirklich in den letzten Jahren irgendwie bewährt hat, irgendwie gut funktioniert, ne? Hey, wie hast du dich denn unternehmerisch eigentlich aufgestellt? Wie sieht ein Alltag sozusagen bei dir aus? Ist so Agentur wirklich, dass man noch sehr tief in den ganzen Prozessen irgendwie drinsteckt oder schafft man es wirklich auch einen Großteil an sein Team abzugeben? Wie sieht da so deine Woche aus? Tatsächlich kann man mittlerweile schon viel abgeben, aber ich mache immer noch ein paar Projekte mit, aber einfach, weil es mir Spaß macht. Also deswegen habe ich mich ja auch an einem Softwareunternehmen beteiligt und mache dort das Marketing, weil es mir Spaß macht. Also es ist immer so, die Leute sagen immer so, ja, frei und du machst nichts mehr, aber was machst du dann? Ja, macht man dann den ganzen Tag? Ja, golfen kann man auch nur, Und ich habe für mich identifiziert, dass mir gewisse Projekte Spaß machen. Ich habe jetzt keinen Bock, Creatives zu designen oder Texte zu schreiben, aber so dieses Strategische zu implementieren, die VSL-Funnels in gewissen Projekten oder so dieses Narrativ zu schaffen, wo man hin will mit den Videos, das macht mir super viel Spaß und das mache ich auch gerne. Und den Rest macht das Team im Prinzip. Aber Ja, das ist doch cool, dass man sich so die Rosinen rauspicken kann und die Arbeit machen kann, auf die man richtig Lust hat. Und dann, wenn man wirklich Kunden da sitzen hat, mit denen es auch irgendwie Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Ne? Ich habe das Gefühl, das würde mich noch so interessieren, auf vielleicht auch der Zielgerade von dem Interview. Ich habe das Gefühl, keine Ahnung, wir haben uns ja auch irgendwann rangetraut, Ads zu schalten. Na, also wirklich so, keine Ahnung, irgendwann naiv wahrscheinlich losgelegt. Du hast vielleicht auch als Dienstleistung damit angefangen und dann irgendwann auch für deine Agentur. Ich habe aber das Gefühl, dass ich irgendwann aufgehört habe, Leuten zu sagen, dass sie Ads schalten sollen, weil ich habe das Gefühl, die Hürde, gerade für Gründer oder so, ist häufig so hoch, Werbeanzeigen zu schalten, dass irgendwie total schwierig ist zu sagen, ja, mach es einfach, weil man selber weiß, wie lang der Weg ist, bis man das irgendwie lernt. Was würdest du befreundeten Gründern irgendwie sagen, die sagen, hey Maurice, ich habe irgendwie vor, Ads zu schalten, würdest du mir das empfehlen oder nicht? Wäre mal spannend zu hören, was du da drauf antwortest, weil ich habe bis heute da irgendwie nicht so die perfekte Antwort gefunden, weil man halt eine gewisse Risikobereitschaft auch aus meiner Sicht haben muss, um mit dem Thema irgendwie zu starten. Ne? Ja, also wenn Ads, muss man sich einfach im Klaren sein, dass man theoretisch jetzt mal 5.000 Euro Spielgeld nimmt und testet. So wie wenn du ins Casino gehen würdest und würdest sagen, okay, ich habe jetzt hier 5.000 Euro und damit teste ich jetzt, ob ich hier rausgehe mit 50 oder mit 0. Ja. So, aber der Vorteil bei den Ads ist, du machst Learnings und selbst wenn du die 5.000 Euro ausgibst, dann kann es sein, dass du danach was gefunden hast, was funktioniert. Im Casino ist das Geld weg und die Chancen sind immer gleich. Ja. Deswegen lieber dann das Geld für Ads einsetzen. Bin ich vollkommen bei dir, weil du kriegst du kriegst Creatives raus, du kriegst Titel raus, die gut funktionieren, du kannst sehen, ob dein Funnel funktioniert etc. Genau. Und das ja wirklich so Sachen, wo du nach und nach dann immer mehr Erfolgsfaktoren hast, bis du irgendwann bestenfalls eine relativ hohe Treffsicherheit hast, dass dein Ad-Prozess irgendwie funktioniert. Und ich glaube, es gibt ja auch nur die zwei Weichen, habe ich das Gefühl, zumindest mein Bauchgefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, so bei B2B-Unternehmen, nimm mal wirklich Software, nimm mal Agenturen. Es gibt auch nur die Abweichung, entweder baust du ein Sales-Team auf oder du schaltest irgendwann Ads, ne? Und ich habe das Gefühl, da muss man sich doch irgendwie fundamental entscheiden, ob man den einen oder den anderen Weg geht oder nicht. Ja, also ich kenne auch Agenturen, die machen noch Kaltakquise, nur Outbound und bei denen funktioniert das auch gut. Ja. So. Und ich glaube, da muss man immer in den Ads nicht. So, ich sage auch immer zu denen, das kann doch nicht sein mit dem Report, wieso funktioniert das nicht? Ihr müsst es, schaut euch unseren an, macht den nach oder aber ja, das ist, ich weiß auch nicht, woran das dann manchmal liegt. Ne? Das Ziel ist natürlich beides, aber genauso wie für uns zum Beispiel das Thema Sales nicht so gut. Outbound, also wie gesagt, Outbound-Mailings funktionieren geil, aber Kaltakquise, ich muss sagen, ich habe da drauf auch einfach keinen Bock mehr dran gehabt, das zu machen, so, weil die Leute, das ist auch einfach keine geile Arbeit, da musst du die Leute immer motivieren, das zu machen, das kostet, hat mich voll viel Energie gekostet und immer gucken, okay, da muss jemand reinkommen, du kostest mindestens 3.000-4.000 Euro. Los, mach Euro jetzt, Du musst jetzt auch Geld reinbringen, weil ansonsten Vertrieb darf kein Geld kosten und hatte ich irgendwann einfach keinen Bock mehr drauf.
Ja, ich glaube, das muss sozusagen, hängt immer an der persönlichen Präferenz wahrscheinlich auch des Gründers, ne? Ob man, was weiß ich, selbst der Cold Caller ist und sein Team da motivieren kann oder ob man halt mehr Bock hat auf irgendwie Inbound, ne? Das ist cool, dass du das auch nochmal bestätigst, weil ich habe das Gefühl, ja, ist bei mir genauso. Keine Ahnung, ich musste 2 Tage Cold Calling machen, um zu wissen, dass das auf jeden Fall nicht meine Strategie wird. Ne? Und halt auch gesagt habe, ey, das Marketing übernimmt eher das Heavy Lifting bei mir. Ne? Und im Sales mache ich dann gefühlt noch ein bisschen Fragen beantworten und Angebotsdetails erklären. Aber da muss ich jetzt keine Stunts mehr machen oder irgendwelche Kaninchen aus dem Hut zaubern. Und das hat das Leben deutlich leichter gemacht. Aber viele Leute haben, glaube ich, gar nicht diese Klarheit darüber, welche Präferenz sie haben. Ne? Und ich glaube, das muss man so ein bisschen gewinnen. Ja, ey, bei Maurice, dir ist auch schon immer viel Content gemacht, ne? Genau, ich habe viel Content immer gemacht. Das hat immer gut funktioniert. Ich glaube, ja, ich habe nie so richtig Ads lange irgendwie professionalisiert, ne? Und habe jetzt aber das Gefühl, dass wir da einen ganz guten Prozess irgendwie haben und spiele jetzt so ein bisschen mit Frontend-Offers rum im B2B-Bereich. Ne? Wir hatten immer schon so einen kleinen LinkedIn-Kurs, genau, der gut funktioniert hat. Ich will jetzt aber gerne irgendwie mal ein bisschen hinkommen, dass man wirklich wie bei Online-Shops, keine Ahnung, 1.000 Euro reinschmeißt pro Tag und 2.000 Euro zurückkommen. Das ist irgendwie so meine nächste Challenge für Q4, wo ich irgendwie Lust drauf habe. Und da ist halt LinkedIn-Ads auch ein großer Schlüssel, ne? Weil da haben wir auch, ja, hatten wir auch, glaube ich, 2021 oder so, haben wir das schon mal geknackt, wo ich wirklich 20.000 bis 30.000 pro Monat ausgegeben habe und auch relativ solide so viel zurückgekommen ist, ne, dass ich zumindest Break-Even gefahren bin. Aber dann natürlich das Thema mit Social Selling und Content sich auch ein bisschen mehr ausgelaufen hat. Ich glaube, ich habe da jeden erreicht gefühlt mit dem Kurs, dass man jetzt irgendwie ein neues Thema wieder auf die Bühne bringen muss. Ne? Aber da freue ich mich drauf. Ja, das ist doch ganz cool. Aber genau, mit LinkedIn kann man auf jeden Fall gut was machen. Aber Meta sollte man auch nicht unterschätzen. Also wir nutzen mittlerweile einfach alles. Wir haben immer, wo wir dann sagen, okay, wir haben ein gewisses Marketing-Budget, wo wir sagen, okay, so viel bis 20.000 zum Beispiel können wir verteilt, geben wir aus. Und wie es sich dann verteilt, unterscheidet sich halt immer so von Monat zu Monat. Google, und ist auch abhängig von der Performance, ne? Ja. Was macht denn Google eigentlich? Wie läuft das denn noch? Also ich muss sagen, bei Google haben wir mittlerweile alles rausgeworfen, außer ein Keyword, und das ballert. Manchmal ist es so, ne? Ja. Aber das funktioniert. Ja, geil. Ja, manchmal ist es sowas, ne, dass man dann wahrscheinlich nicht viel braucht, sondern nur das eine und das aber funktioniert wunderbar. Ja. Und da können wir halt irgendwie maximal 3.500 Euro ausgeben, zwar nur, aber wir wissen halt immer, darüber kommt eigentlich safe jeden Monat einer, im Worst Case alle 2 Monate im Grunde. Geil, spannend. Aber das ist auch cool, dass ihr euch diese Flexibilität bewahrheitet habt. Ne? Da gibt es wahrscheinlich viele Leute, oh Mann, wir sind diese LinkedIn-Ads-Agentur, alles andere ist verboten. Aber ich glaube, das ist ja eine coole, spitze Positionierung auch ein Stück weit. Die Leute kommen rein und dann kann man ihnen ja auch erklären, hey Leute, wir testen auf jeden Fall auch die anderen Kanäle, damit wir die beste Performance für euch rausbekommen. Ne? Hi Maurice, es war mir eine große Ehre. Ne? Wo sollen denn alle Leute hingehen, wenn die an dem, was ihr tut, interessiert sind? Ja, am besten können sie mich auf LinkedIn erreichen natürlich, wenn sie mich persönlich erreichen können. Geil, wenn ihr jetzt gesagt hast, bei Instagram am besten, ja. Maurice Braun, oder wenn ihr euch unsere Seite anschauen wollt, mal mit jemand anderem sprechen wollt, dann www.inno-one.de.